Grenzfall Nummer 319, aber ich glaube, das ist kein echter, das ist ein Fake. Auf der anderen Seite ist auch nichts mehr vom DDR-Wappen zu sehen. Ja, wir sind hier an der Wöhler Spitze zwischen Altmark und Wendland. Ja, das war vermutlich mal ein Original-Grenzstein, aber einer, der lange vor der DDR schon gesetzt wurde, weil da ist kein DDR-Zeichen drauf. Und die Grenze verlief hier in der Spitze. Hier die Fehler hat wahrscheinlich der BGS gesetzt. War schon bundesrepublikanisches Gebiet. Und hier ging es dann 90 Grad Kurve dort weiter. Jo, scheint ein beliebter Treffpunkt für Reiter zu sein.